zur Einweihung der Wave auf der Kaminplaza. Oder so. Sie merken, Stolzenau wird international. Feuerhebze secht, wie ein Denkmal um Dörpsplatz. So ändern sich die Zeiten. Ich begrüße alle Ehrengäste und bitte sehen Sie es mir nach, dass ich nicht alle einzeln mit Namen nenne. Ich begrüße alle Vereine, die unserem Fest einen schönen Rahmen geben. Ich begrüße unsere Gästeführerinnen, die durch ihre Kleidung, ich betone Kleidung, der Veranstaltung einen nostalgischen Glanz geben. Ich begrüße die Vertreter der heimischen Presse, die Hake. Einen möchte ich jedoch mit Namen begrüßen, und zwar unseren Künstler Pablo Hierndorf, der für uns diese schöne Skulptur mit dem Namen Wave entwickelt und gebaut hat. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, und die ich vergessen habe, die begrüße ich auch. Danke sagen möchte ich allen am Projekt beteiligten Firmen. Danke sagen möchte ich der Gemeinde Stolzenau, dem Rat der Gemeinde Stolzenau, die durch ihre Zustimmung das Projekt erst möglich gemacht hat. Danke sagen möchte ich dem Fördermittelgeber, das Ministerium für Städtebauförderung vom Bund, Land und Gemeinden. Danke sagen möchte ich auch allen Clubmitgliedern, die durch ihre Spende von ca. 25.000 Euro die Wave ermöglicht haben. Wie sagt Freund Nennecker immer, tue Gutes und rede drüber. Danke sagen möchte ich den zwei Arbeitsgruppen, die seit circa einem Jahr mir zur Seite stehen und ohne die das Projekt nicht zustande gekommen wäre. Deswegen bitte ich die Mitglieder der beiden Arbeitsgruppen mal zum kurzen Foto auf die Bühne, für ein gemeinsames Foto auf die Bühne. Ja, moin zusammen hier in Stolzenau. Herzlich willkommen alle, die von außerhalb angereist sind. Volker, du hast mich gerade sprachlos gemacht. Ich hatte mit gerechnet, dass du hier eine halbe Stunde sprichst. Aber weniger ist mehr. Genau, sage ich auch immer, und Kollegen von mir sagen auch immer, man kann auch lange über was reden und man kann auch lange was kaputt reden. Ja, lieber Rotary Club Stolzenau, von meiner Seite erstmal vorab nachträglich herzliche Glückwünsche zu diesem 25-jährigen Jubiläum. Das ist nicht alltäglich, aber es ist ein schönes Jubiläum, und wenn dann noch sowas entsteht, wie wir heute einweihen, ist das natürlich was ganz Besonderes. Wenn ein junger Mensch 25 wird, dann kriegt er Socken oder alte Schachteln. Aber ich glaube, in diesem Fall ist das wirklich was Schönes, was wir heute hier geschenkt bekommen. Ja, ich darf euch hier in Stolzenau im Namen Rat und Verwaltung der Gemeinde Stolzenau recht herzlich begrüßen. Volker, dich als Präsident in diesem Jahr natürlich recht herzlich. Die Mitglieder des Rotary Clubs und auch, ich kenne diese Begrifflichkeiten noch nicht so gern, aber es sind ja auch höhere Herrschaften von eurem Club hier heute vertreten. Herrn Hierndorf darf ich natürlich auch ganz gerne, ganz herzlich begrüßen, der diese Wave hier für uns gestaltet hat. Unser Gemeindedirektor Jens Beckmeier, alle anwesenden Ratsmitglieder, unsere Vereinsvertreter, die diesen Tag hier heute auch mitgestalten und mit ihren Ständen zeigen, was wir hier in Stolzenau, direkt im Ortskern Stolzenau, auch an Fördervereinen und an Vereinen haben. Natürlich alle Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Stolzenau recht herzlich willkommen. Aus meiner Sicht ein sehr schöner, sonniger Maitag, den wir hier heute feiern. Und ich glaube, das zeigt schon alleine, dass der liebe Gott auch mit uns und mit diesem Platz hier sehr verbunden ist und entsprechend uns das Wetter bestellt hat. Dieser Platz ist nicht nur im Zentrum von Stolzenau, er ist auch historisch. Es war immer ein Platz der Begegnungsstätte. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass hier auch ein Kino gewesen sein soll. Danach war eine Gaststätte da, die Kaminstuben, die auch für Gesellschaft und ein Miteinander geführt hat. Und aus meiner Zeit und über Stolzenau und über Niedersachsen heraus war dieser Platz immer durch den Bauwagen bekannt. Bauwagen als Tourismusinfo, und das war in jedem Fahrradweg Flyer immer enthalten. Stolzenau, eine Tourismusinfo als Bauwagen, das war ein herauszeichnendes Zeichen und war eine gute Werbung für Stolzenau. Des Weiteren sind wir in diesem Platz natürlich mitten in Stolzenau. Mitten, wo die
Straße am Bahnhof, die Weserstraße, aber auch am Markt und Lange Straße fast zueinander führen. Also einen zentraleren Platz gibt es hier eigentlich in Stolzen noch nicht. Hier treffen die Fahrradtouristen mit den Wohnmobilisten zusammen, aber auch jeder, der hier durch Stolzenau durchfährt, der ist entsprechend hier, kommt hier vorbei und ist hier gern gesehen. Vor Jahren gab es Überlegungen im Rat, was kann man mit diesem Platz machen? Ein Teil der Bevölkerung sagte, Mensch, da machen wir Parkplätze. Parkplätze brauchen wir in Stolzenau. Ja, die haben wir an anderen Stellen auch. Können wir nicht einen Spielplatz machen? Das ginge auch. Auch diese Überlegung hatte der Rotary Club, aber er wurde ein bisschen kritisch gesehen wegen der Verkehrsanbindung. ...2021 kam es dann zu den, ich sag mal, ein bisschen finalen Gesprächen zwischen Volker Speckmann vom Rotary Club, der das wirklich federführend gemacht hat, und der Gemeinde. Und wir haben überlegt, was können wir machen? Wie können wir diesen Platz gestalten und wie können wir entsprechend dem Rotary Club einen Platz anbieten, wo er sich dieses 25-jährige Jubiläum auch in Erinnerung behalten kann? Politisch beraten haben wir es im Sommer 2021. Am 16.02.2022 haben wir es beschlossen und den B-Plan haben wir im Herbst 2022 auch entsprechend geändert. Geplant waren 125.000 Euro Gesamtkosten, 25.000 Euro durch die Spende der Rotary Club für die Skulptur, das ist allen bekannt, 100.000 Euro durch die Gemeinde, wovon wir 90.000 aus der Städtebauförderung Lebendige Zentren bekommen. Das heißt, die Gemeinde Stolzenau bekommt diesen herrlichen Platz geplant für 10.000 Euro. Diesen Umstand ist natürlich auch die Mitarbeit des Rathauses, der Verwaltung, die entsprechende Fördertöpfe immer wieder anzapft, geschuldet. Aktueller Kostenstand, und das wissen wir alle, in den letzten Jahren ist nichts dabei geblieben, wie es mal war. Wir haben jetzt zurzeit eine Investitionssumme von 175.000 Euro. Die ca. 25.000 Euro Spenden vom Rotary Club sind geblieben. Das heißt, wir haben eine Eigenleistung der Gemeinde von Stolzenau von 150.000 Euro und 135.000 Euro für die Städtebauförderung. Das heißt, es bleibt ein verbleibender eigener Teil von 15.000 Euro. Und ich denke, wenn wir uns diesen Platz hier heute anschauen und für 15.000 Euro unter Mithilfe des Bauhofes hätten wir nicht heute einen solchen Platz hier hinstellen können. Und gemeinschaftlich haben wir es hinbekommen. Und daher denke ich, ist es auch wirklich toll geworden und schick. Volker, du hast es eben schon gesagt, danken muss man auch immer. Ich danke natürlich auch Herrn Hirndorf, der diese Wave, diese Welle hier instigiert hat. Natürlich dem Bauhof der Verwaltung, habe ich schon gesagt, für die Unterstützung bei den Ausführungen, dem Rotary Club, ohne den wäre, glaube ich, dieses Projekt auch gar nicht entstanden. Und auch diese Idee mit der Welle von Stolzenau wäre vielleicht nicht entstanden. Und für mich ist es so, dass die Welle von Stolzenau ein Teil des Ortskerns wird, und da bin ich mir sicher, auch über Stolzenau hinaus, wie der Bauwagen und andere Sachen entsprechend Werbung für Stolzenau machen wird. Wir sind hier in unmittelbarer Nachbarschaft von dem Giebel des Rathauses, von der Normaluhr und jetzt die Wave. Und das wird, und da bin ich mir sicher, etliche Fahrradtouristen zum Anlass nehmen und vor dieser Welle als Fotomotiv zu nutzen, wie es eben auch schon der Vorstand gemacht hat mit der Presse. Es werden viele Bilder gehen. Die werden durch Niedersachsen gehen, die werden durch Nordrhein-Westfalen gehen. Jeder Fahrradtourist wird so ein Bild mitnehmen und wird immer sagen, die Welle steht in Stolzenau. Und was wollen wir uns ein besseres Werbezeichen oder Logo, will ich nicht von sprechen, aber eine bessere Werbung können wir uns eigentlich für Stolzenau da auch nicht denken. All dieses im Zeichen der Welle möchte ich nutzen, nochmal Danke zu sagen und mit der Bitte, dass wir diesen Platz
wie heute in Bewegung behalten, in Bewegung wie eine Welle. Die Weser ist eine Welle, sie ist in Bewegung, sie fließt. Die Gemeinde Stolznau ist im Fluss, sie fließt, sie hat viele Bewegungen, wir haben viele Erneuerungen. Und so wird dieser Platz hoffentlich für Auswärtige wie auch heimische Bürger und Bürgerinnen ein Treffpunkt werden, wo man sich begegnet, wo man sich austauscht über die Kulturen hinweg. Aus meiner Sicht, und da spreche ich für den gesamten Rat der Gemeinde Stolznau, herzlichen Dank nochmal an den Rotary Club für dieses Engagement, dass das hier heute so vollbracht worden ist. Und ich möchte einfach sagen, möge dieser Platz immer in Bewegung von Menschen der Begegnung sein. Danke. Ja, Heinrich, ich hätte das ja auch alles gewusst, aber dann hättest du ja nichts mehr erzählen können. Also von daher habe ich mich kurz gefasst. Als nächstes darf ich euch, ach so, nee, es war noch was. Also über den Präsidenten im Club momentan gibt es nichts. Aber es gibt noch einen Distrikt. Das ist über den Clubs. Und da haben wir heute den Assistant Governor Thomas Everling hier und der möchte auch noch ein Grußwort haben oder halten. Thomas, du kannst jetzt loslegen. Danke. Ja, moin auch von meiner Seite. Ich mach das mal ein bisschen höher. Ein schönes Wetter haben wir heute und ich glaube, das passt richtig gut zu dem, ja, zu dem Wasserspiel, zu der Laune heute, die wir alle haben. Und ich glaube, das ist etwas, was uns heute begeistern wird. Ja, vielen Dank für die Einladung, heute als Vertreter des Distriktes ein paar Grußworte loswerden zu können. Ich mache das sehr gerne, möchte aber vorweg einfach auch ein paar Grüße von unserem Distriktgovernor Walter Wefer übermitteln, der heute gerne dabei gewesen wäre. Er bedauert sehr, dass er heute nicht hier sein kann, aber ich bin mir ganz sicher, dass er ein wenig sich ärgern wird, denn heute geht es um etwas ganz Besonderes. Ich kann nur sagen, Glückwunsch zu dieser Welle, zu dieser Wave. Glückwunsch zu diesem schönen, neu gestalteten Platz, der zum Verweilen und Einladen ja einlädt, eigentlich auch zum Genießen und zum Wohlfühlen. Ich glaube, da kann Stolznau, wie auch unser Bürgermeister eben schon gesagt hat, und was, glaube ich, auch ihre Intention war, ja, ein Stück weit stolz drauf sein und für alle einen schönen Platz anbieten. Ich bin zu groß, jetzt habe ich sie in der Hand. Geht das so besser? Ja. Okay, gut. Ja, das alles ist nicht vom Himmel gefallen. Das bedeutet ein ordentliches Engagement und Durchhaltevermögen. Allein die Ideenentwicklung, die Entfindung, konzeptionelle Vorüberlegungen und dann auch die Planung, Abstimmung mit allen Beteiligten braucht einfach ihre Zeit. Und wenn ich dann höre, was ihr im letzten halben Jahr hier geleistet habt mit dem Aufbau, glaube ich, dann denken die Akteure gerne daran zurück. Auf der einen Seite sind jetzt aber, glaube ich, mit den Anstrengungen durch und freuen sich, dass sie jetzt mal durchatmen können. Ihr lieben Rotarier, vor 5 Jahren habt ihr angefangen zu sparen. 5.000 Euro pro Jahr sind 25.000 Euro rausgekommen. Und das ist schon etwas Besonderes, das einfach seine Gemeinde zu schenken und ein Geschenk nicht nur in Form von Geld zu überreichen, sondern hier in Form eines wirklich schönen Kunstwerkes, eines Wasserspieles, was sich, glaube ich, sehen lassen kann. Und am Ende habt ihr nicht nur Geld geschenkt und ein Kunstwerk geschenkt, sondern habt auch die ganze Arbeit reingesteckt, die Organisation mit der Gemeinde zusammen und habt euch eingebracht über das hinaus, was man, glaube ich, normalerweise nicht unbedingt erwarten muss. Wenn das kein Geschenk ist. Bei der Gelegenheit heute möchte ich einfach auch mal euer Schaffen würdigen. Denn als Vertreter des Distriktes erlaube ich mir einfach mal auch ein Stück weit eure Arbeit heute hier einzuordnen. Und ich glaube, das darf man ruhig mal sagen, auch in aller Öffentlichkeit, dass ihr im Vergleich, ich sage das einfach mal so bewusst, auch zu vielen anderen rotarischen Clubs mit Sicherheit ganz vorne mitspielt, bei euren Aktivitäten, euren Engagement, euren Projekten, euren guten Tuns. Das ist zwischendurch, glaube ich, mal einfach ein Applaus wert. Vielen Dank.
führt Pflanzaktionen im Kloster Park Löckum durch oder Kloster Forst, spendet an die Tafeln oder an die Tafel mit Kauf an Produkt mehr, ermöglicht Schwimmausbildung für Kinder, sammelt für internationale Projekte. Im Waisenhaus in Kamerun seid gemeinsam auch mit Lions Club und den Vereinen unterwegs, um dem Coronavirus entgegenzutreten. Und das sind alles Projekte, ich will gar nicht weiter aufzählen, die nur mit dem Blick auf ein Jahr zurück oder wenige Jahre zurück schon vieles zeigen. Ihr engagiert euch für die Hilfsprojekte in der Ukraine, aber auch in der Hilfe hier vor Ort für die ukrainischen Flüchtlinge. Und last but not least, was man nicht vergessen darf, ihr habt jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal euren Cup ausgeführt. Du hast angefangen? Einmal? Einmal? Okay, einmal den Dragons Cup. Und ich glaube, das wird eines Tages ein legendärer Drachenboot Cup. Da werden wir noch drauf zurückgucken. Ja? Weiter so. Ja, die Aufzählung ließ sich sicherlich fortsetzen. Das geht nun schon seit 25 Jahren so. Und ihr lebt tatsächlich den rotarischen Gedanken Surf Above Self. Was heißt das? Für mich heißt das immer frei übersetzt ins Deutsche: Tu so viel Gutes, wie du kannst, für so viele Menschen, wie du kannst, mit so vielen Arten, wie du kannst und solange du kannst. Das trifft es, glaube ich, ganz gut, was ihr hier auch macht. Und mit einem Blick zurück auf die letzten 25 Jahre, glaube ich, kann man das so bestätigen. Dafür bitte ich alle um einen kräftigen Applaus für dieses Engagement für 25 Jahre. Glückwunsch zu eurem 25-jährigen Jubiläum. Alles Gute für die nächsten 25 Jahre. Viel Freude und Spaß weiterhin. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hat noch angemeldet für ein Grußwort, das freut mich auch ganz besonders. Wir haben zwei Vertreter hier. Einmal Herrn Karl Schäkel und Tjark Om. Entschuldigung. Ja, auch von unserer Seite RC Nienburg-Neustadt einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 25. Ich bin der PAS-Präsident, mein Name ist Tjark Om. Ich vertrete unseren Präsidenten, der heute unsere Clubfahrt leitet. Das heißt, unser ganzer Club ist unterwegs gen Norden. Wir beide sind extra nicht mitgefahren, um heute hier zu sein. Und unsere ganz herzlichen Glückwünsche auch nochmal in diesem Kreis zu überbringen. Unter uns haben wir ja schon mal gefeiert, aber es war uns wichtig, auch hier nochmal an der Stelle bei der Einweihung der Wave dabei zu sein, Präsenz zu zeigen und deutlich zu machen, dass wir ja uns eigentlich fühlen ja wie Geschwister, wenn man so will. Also es gibt den Club Nienburg, es gibt den Club Stolzenau und wenn die Geschwister Geburtstag haben, dann kommt man einfach. Und ist einfach da. Und wenn ein runder Geburtstag ist, also 25, dann erst recht. Und wenn wir schon bei Geburtstagen sind und bei Beziehungsverhältnissen, dann ist Karl Schäkel als unser Gründungsbeauftragter aus unserem Club für den Club Stolzenau sowas wie vielleicht der Papa, der dabei war und sozusagen die ersten Tage dieses Clubs mitbegleitet hat und vor allem die Zeit auch davor. Und davon jetzt ein bisschen berichtet. Also ich selbst bin ganz gespannt, da war ich ja auch noch nicht dabei. Also insofern, Karl. Vor gut 25 Jahren war man der Meinung, hier in Stolzenau könnte ein Rotary-Club entstehen. Von Nienburg-Neustadt wurden wir aufgefordert oder gebeten, doch hier oben in Stolzenau für den Südkreis einen Club zu gründen. Und der damalige Präsident bat mich, mal erste Kontakte aufzunehmen. Ich wohnte zu der Zeit in Rehburg und er war der Meinung, von Rehburg aus könnte ich das von nach Stolzenau am besten machen. Ich habe dann hier erste Gespräche geführt mit dem Stadtdirektor, mit dem Bankdirektor und verschiedenen Herren, und die daran Interesse waren. Der Club wurde dann zügig gegründet und wenn ich die Entwicklung des Clubs sehe,
kann man stolz sein, was daraus geworden ist. Unser Club in Nimburg ist inzwischen 50 Jahre alt. Ich bin seit 49 Jahren in Nimburg dabei. Das heißt also, ich habe viele Jahre Rotary erlebt und freue mich über so einen Höhepunkt heute, wie Rotary gestalten kann, wie Rotary helfen kann und was Rotary wirklich auch bewirken kann. Ich freue mich, dass ich heute hier bei Ihnen sein könnte und hoffe oder wünsche Ihnen weiterhin erfolgreiche Jahre in Ihrem rotarischen Wirken. Danke. Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden. Weiter geht es im Programm mit Gerion, da steht er. Gerion Schalk, Mitglied im Rotary Club, zeichnet mal den Weg von dem Gedanken vor 5 Jahren bis heute zur Vollendung und dem Wasser fließen lassen der Wave. War eine lange Zeit, anstrengende Zeit, aber wir haben es ja, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Mikrofon wurde mir gesagt. Ja, Volker, vielen Dank. Erstmal freue ich mich, dass so viele heute hier sind und hier zuhören wollen und neugierig sind. Jetzt muss ich allerdings vorwarnen, ich habe einen Job an der Hochschule. Ich bin jetzt gewöhnt, 90 Minuten durchzusprechen. Wird nicht so lang. Die zweite Herausforderung ist 5 Jahre in 5 Minuten. Begrüßt sind schon fast alle, aber auch hier nochmal für die Bürger. Vielen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie hier Interesse zeigen und auch an die Kinder. Wie entsteht sowas? Es wurde schon angedeutet, ich war damals Präsident vor 5 Jahren. Wir wurden damals 20 und ich habe mir erdreistet, zum 20. Geburtstag nichts zu machen. Ich habe gesagt, wir müssen uns jetzt Gedanken machen, was wollen wir 23 in 5 Jahren machen. Ich glaube, der ein oder andere im Club hat da so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Dann sind wir ja in die Findung gegangen, was machen wir halt zum 25. Wir wollten etwas mit Wasser machen, kam raus. Wir wollten etwas in Stolznau machen, auch im öffentlichen Raum. Wir haben dann die Zusammenarbeit mit Pablo Hirndorf gesucht. Dem hatten wir damals komplett freie Hand gegeben. Hier ist das Grundstück, mach was. Das ist daraus geworden. Die Idee wurde zum Konzept. Und wir sind auch ein bisschen der Sache treu geblieben in der Region, für die Region. Künstler, Handwerker, auch denen nochmal vielen Dank, kommen hier alle aus der Region. So eine Idee geht dann bei uns durch den Club, durch die Verwaltung und auch die politischen Gremien. Die müssen nämlich alle zustimmen. Hier möchte ich wirklich nochmal die wirklich offene, konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Stolzenau loben. Das war immer konstruktiv und zielorientiert, hätte ja auch scheitern können, ist es aber nicht. Es wurde schon gesagt, es wurde dann gefördert, ohne die Idee kein Konzept, keine Förderung. Das Projekt hat generell aus meiner Sicht 5 Jahre lang Spaß gemacht, es hat das ein oder andere graue Haar auch gekostet. Das gehört aber zu den Projekten dazu. Ich danke dem Club für das Vertrauen, die Geduld, die Zustimmung, Unterstützung, die Finanzierung und vielleicht das ein oder andere Kopfschütteln. Danke an die Arbeitsgruppe, man macht das nämlich nicht alleine, speziell in der letzten Zeit für die finale Umsetzung. Und wir machen das alles, das wurde auch schon betont, so in unserer Freizeit. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Ne? Jetzt komme ich zum Schluss. Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Ich hätte noch weitere Ideen, wenn das im Club gewollt ist und der Club sich das drum antun möchte. An Sie alle, wenn es Ihnen gefällt, sagen Sie es weiter.
laden Sie Gäste ein, wenn es Ihnen nicht gefällt, behalten Sie es einfach für sich. Ne? Und dann wünsche ich Ihnen einfach weiterhin heute viel Spaß. Vielen Dank. Ja, lieber Geo, danke für deine Ausführungen. Jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptact. Ich suche den Künstler. Pablo Hirndorf, da kommt er. Der wird nämlich jetzt das erklären, was wir immer gefragt werden und nicht beantworten dürfen, weil wir ja keine Ahnung haben, was es damit auf sich hat. Und da ist er ja genau der richtige Mann und der wird uns jetzt aufklären, was er sich dabei gedacht hat. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich will die Kunst eigentlich nicht erklären, weil ich finde, dass sich das an diesem Ort eigentlich selbst erklärt. Aber ich will ein paar Worte sagen zur Entstehung meiner Skulptur Wave. Und das fing alles an mit einem Zettel, den meine Frau notiert hat. Ein gewisser Herr Gerion Schalk hätte angerufen und Telefonnummer notiert und kurz die Sache, bitte um Rückruf wegen Idee für Skulptur. So, das habe ich dann auch sofort gemacht. Das war im Herbst 2020 und habe dann telefonisch die Details erfahren. Es geht um Kunst im öffentlichen Raum. Hier in Stolzenau soll ein Platz gestaltet werden mit einer Skulptur. Und dann habe ich mir diesen wunderschönen Ort hier angeschaut, weil bei Kunst im öffentlichen Raum geht es immer vor allem um die Auseinandersetzung mit der Örtlichkeit. Das ist eigentlich die Voraussetzung, dass man sich mit dem Ort beschäftigt. Was gibt es im Umfeld bereits? Wie sind die Größenverhältnisse? Was zeichnet den Ort aus? Oder kann man eine Thematik ableiten? Aufgabe war ja, ein markantes Zeichen zu setzen mit einer Skulptur, die gleichzeitig als Wasserspiel funktioniert und den Standort zu einem Platz der Begegnung macht. Und dann war es das Straßenschild Weserstraße, was bei mir im Prinzip den Ideenfluss in Gang setzte. Weser, Fluss, Stadt am Fluss, Wasser, Wellen. Ja, nach vielen Skizzen und Zeichnungen entstand dann dieses erste Modell. Das habe ich dann fotografiert, zusammen mit diesem Platz eine Collage entwickelt und habe euch das dann vorgestellt. Und das wurde dann von euch auch favorisiert. Zwei sich begegnende Wellen, Wellenform mit Wasseraustritt an den oberen Enden, geplant als Stahlskulptur in Edelstahl mit malerischer Schleiftechnik in der Oberfläche. Ja, und wenn meine Arbeit auf Stahl hinausläuft, dann kommt eigentlich immer Jürgen Stegmann ins Spiel von Metallbau Stegmann in Hilgermissen. Wir arbeiten seit Jahrzehnten auf der Schiene Stahl zusammen. Wenn ich dann mit meinen Zeichnungen und mit einem kleinen Modell in seine Werkstatt komme, dann weiß er schon immer, das Abenteuer geht los, weil einfach wird das nie. Das sind immer neue Herausforderungen. Man baut das zum ersten Mal. Das ist ja nichts, was irgendwie in Serie gefertigt wird. Die wassertechnische Seite wurde dann mit allen Experimenten begleitet von der Firma Fritz Ohlmeier. Auch hier nochmal herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Ja, liebe Rotaria, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen tollen Auftrag. Wünsche Stolzenau und seinen Gästen viel Freude mit Wave an diesem Ort. Ja, lieber Pablo, danke für deine tolle Arbeit und ja, gleich soll ja da auch noch Wasser rauskommen. Ich bin mal ganz gespannt, ob das auch funktioniert. Schauen wir mal. Jetzt darf ich unsere beiden Gästeführerinnen auf die Bühne bitten, die sich heute hier bereit erklärt haben, die Einweihung vorzunehmen. Christa und Inge, bitte auf die Bühne. Thank you.
Der Natur nachempfunden, aus Stahl, die Wellen geformt und damit auch die Verbindung zur Weser symbolisierend, steht sie vor uns. Diese eindrucksvolle Wasserskulptur erhält nun den Namen Wave. Möge sie die Stolzener Bürger und die Besucher dieses Ortes erfreuen und möge hier im Mittelpunkt unseres Fleckens ein weiterer Treffpunkt zwischen Alt und Jung zum Austausch miteinander oder zum Entspannen entstehen. Wir als Gästeführerinnen nehmen gerne diese neue Attraktion mit in unseren Rundgang durch Stolzenau auf und geben die nötigen Erklärungen dazu. Ja, sind wir soweit? Nicht, nicht?